Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mit der ganzen Geschichte hier an. Sagt mal Hallo YouTube, damit die sich nicht so alleine fühlen und sich nicht wieder nur mit mir alleine abgeben müssen. Für die traurige Performance bin ich im Voraus schon mal extrem sorry. Nein, es tut mir extrem leid, dass ich einfach 20 Stunden ohne euch gespielt habe. Ich kann mir nur vorstellen, wie wütend manche Leute sein müssen. Au, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Das habe ich wahrscheinlich verdient. Und, ja, willkommen in Tears of the Kingdom, offiziell released. Ich bin sehr happy, dass wir das hier machen. Ich freue mich extrem drauf. Breath of the Wild war damals extrem cool. Und dieses Spiel, was ich gespielt habe, steht der ganzen Geschichte quasi in nichts nach. Entsprechend bin ich sehr gespannt, was wir hier noch so an Stuff finden werden, Stuff sehen, Stuff tun und Stuff erleben und so weiter. Und zuallererst würde ich sagen, wir machen ein bisschen Amiibo-Action. Warte mal. Was ich bis heute nicht kann, in Breath of the Wild funktioniert es so, dass wenn ihr auf dem Steuerkreuz nach oben drückt, dass sie da ja dieses Sheikah-Runenmenü aufmacht. Und jedes Mal, wenn ich diese Kräfte benutzen möchte, drücke ich mit dem Steuerkreuz nach oben, weil sich das so in mein Blut eingebunden hat. Das ist so anstrengend, Alter. Auf jeden Fall Amiibo. Ich habe ein paar, die möchte ich nutzen. Von daher, let's go. Zuallererst. Der Smash Link. Der Smash Link. Misawa, danke für den Sub. Cool. Das hier ist übrigens nicht der Anfang. Das hier ist 20 Stunden im Spiel. Daher, Spoiler Time. So, Zelda Smash gab mir. Ein Opal. Dann haben wir Zelda und den Loftwing aus Skyward Sword. Nice. Ich weiß bis heute nicht, wie man die Dinger benutzt, aber wir haben schon eine kleine Collection. Dann haben wir den Majora's Mask Link. Oh, sick. Das ist auf jeden Fall cool. Dann haben wir den Wolf-Link. Holy shit. Das ist cool. Ey, Fleischception auf jeden Fall. Dann haben wir Smash Toon Link. Er hat einfach den einen Fisch gekillt, der coole Dude. Das ist cool. Was würde ich sagen, im Großen und Ganzen anders als Breath of the Wild? Tatsächlich nicht so. Die unterliegenden Strukturen sind sehr, sehr ähnlich von Breath of the Wild. Es spielt sich halt ziemlich gleich. Also wenn ihr es spielt, dann seid ihr direkt drin, wenn ihr von wow, okay. Holy shit, holy shit, holy shit. Okay, cool. Zelda Smash is giving, so. I ate. And she ate too. Let's go. Okay, Smash Ganondorf, hau raus. Das Craften OP tatsächlich gar nicht so krass. Oh mein fucking Gott! Let's go! Holy shit! Was ist hier los? Ich dreh durch. Damn, ist das Ding stark. Yo, yo, yo! Hau raus, Junge! Hau raus! By the way, bestes Ding, wenn du eine Truhe aufmachst und da ist eine Waffe drin, kannst du einfach X drücken und du droppst eine und du kannst sie aufsammeln. Oh mein Gott, das ist das Beste einfach. So. Toon Zelda. Gibt's. Ein Ritterschild ist okay.
Dann haben wir Skyward Sword Link. Ich bin fast fertig. Das ist okay. Habe ich irgendwas, was so Zweihänder ist? Das möchte ich nicht verwenden eigentlich. Das ist zu gut. Hier, das hier. Ich möchte nur anmerken, dass ich noch ein Smash-Amiibo von Link habe. Dass ich ein Review für das Spiel fertig haben werde morgen. Daher die meisten Fragen werden wahrscheinlich auch in dem Video dann beantwortet. So, dann haben wir noch Sheik. Es sind noch zwei Karten. Als ob ich mir die echten Amiibos kaufe. So. Das passt schon. Dann der 8-Bit-Link. Schade. Habe ich sonst noch was Zweihändiges irgendwie? Nee, Topaz ist doof. Das ist auch nicht so cool. Ach, was soll's. Doch, Amiibo-Outfits gibt's. Tatsächlich. Ich hab, Spoiler. Ich hab das Skyward Sword Outfit fast zusammen. Mir fehlt nur noch, die Frisur. Ich habe die grimmige Gottheitsstiefel und ich habe die Ursprungshose. Das sind alles Amiibo-Outfits. Aber ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Man kann sämtliche Amiibo-Outfits auch ohne Amiibos bekommen. Oder so. Okay, nachdem ich das jetzt zusammengegrindet habe, schaue ich gerade nochmal, dass wir ein bisschen Stuff hier machen. Unter anderem die Waffen kombinieren, damit wir einfach comically large weapons haben. Einfach. Es ist halt. Das kannst du halt machen, so. Es ist halt was, was geht. Mega gut. Auf jeden Fall. Was war eigentlich mein Plan? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe legit keine Pläne. Nee, doch, ich wollte hierhin, glaube ich, ne? Diese Markierung einmal aufdecken. Dann würde ich sagen, das machen wir einfach mal. Ich habe schon ein Pferd. Ich habe Epona zweimal, weil es irgendwie einen Bug im Spiel gab. Das, wenn du am ersten, also wenn du Smash Link das erste Mal als Amiibo einscannst, kriegst du halt Epona. Aber wenn du einen zweiten Smash Link hast und den nochmal einscannst, dann kriegst du ein zweites Epona. Das heißt, ich habe jetzt zwei Epona. Es gibt keine Boni, wenn du einen Breath of the Wild Spielstand hast. Zumindest habe ich soweit nichts entdeckt. Daher, wo ist mein Horse? Mein Horse steht hier. Wo muss ich denn nochmal lang? Irgendwie da hinten. Vielleicht ist mein Horse doch nicht so praktisch, wie ich dachte. Gehen wir aber nach hier. Ich bin nicht mal raus, Chris kennt schon die Bugs. Es ist halt noch der einzige Bug, den ich gefunden habe. Weil ich glaube halt nicht, dass du zwei Epona haben sollst. Aber ich hab's so, weil ich special bin. Und cool. By the way, das ist so cool, wie du einfach in den Himmel guckst und du siehst diese Inseln, die da rumfliegen. Holy shit. Holy shit, holy shit. Holy shit. Das geht, das krieg ich hin. Let's go, let's go. Wir streamen vor Release, weil wir es können. Weil es geht. Weil ich es habe. Weil es erlaubt ist.
Wer braucht auch zweimal den gleichen Amiibo zu Hause rumstehen? Tatsächlich habe ich voll viele Amiibos doppelt, einfach weil Nintendo damals super generös war, was Amiibo zuschicken angeht. Und die haben rausgehauen so, deswegen habe ich irgendwie so voll viele Amiibos doppelt. Ich habe so die ganzen Smash-Amiibos bestimmt so dreimal hier rumstehen. Komm schon, irgendwie so kriegen wir das hin. Das ist tatsächlich Tulin, den kriegst du, nachdem du den Windtempel beendet hast. Und der fliegt tatsächlich dann auf der Map mit rum, der hilft auch beim Kämpfen und so weiter. Das ist tatsächlich eigentlich ganz cool. Leider finde ich seine Power so ein bisschen nicht so praktisch wie Revalis Sturm. Weil er gibt dir halt so horizontales Movement, was halt praktisch sein kann, aber insgesamt insgesamt weiß ich nicht, fand ich Revali praktischer. Junge, Tempel sind keine Spoiler, das sind einfach Teil des Spiels, so. So, okay, cool. Das hätten wir dann, ach, wir sowieso schon hier sind. Praktisch. Dann. Wo muss ich hin? Nach hier. Okay. Dann sind wir auch schon voll bei den Zoras, ne? Eigentlich ganz cool. Dann macht es vielleicht irgendwie Sinn, wenn ich eher so von hier komme. Dann würde ich sagen, kommen wir von hier. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich glaube, das finde ich cooler. Ich dachte, ich könnte einfach rüberfliegen, aber ich habe nicht gesehen, dass die Zoras hier existieren. Ups! Kommen wir von hier. Das ist okay. Oh, by the way, übelst praktisch. Wieder Spoiler, daher wer es nicht sehen möchte, schaut ganz schnell weg. Aber das hier, das coolste Feature im ganzen Spiel. Tiffy, danke für den Sub. Seht euch den Dude an! Und jetzt zeigt er uns einfach die ganzen Höhlen, wo man so Stuff finden kann. Yes, das ist so praktisch. Na komm. Auch gut. Ja, verdammt. Junge!
Ja, aber wir sind 20 Stunden im Spiel. Halt alles, was so innerhalb von 20 Stunden erwähnt werden kann, sollte ja nicht Fair Game sein, finde ich. Halt, ich kann nicht um den Untergrund herum tanzen. So, das ist, das ist leider ein bisschen schwierig so. So, okay. Haut er ab? Fände ich doof. By the way, ein Ding, was ich super schade finde, ist, es gibt keine Zauberstäbe mehr. Das sind alles so Waffen mit so Kristallen oben drauf geschmiedet. Und das ist voll schade so. So. Bisschen zusätzlich Cash sammeln. Habe ich irgendwie ein Trash-Schwert, was ich zu... was nicht Trashigem umarbeiten kann? Hier. Ich weiß nicht, ob man den Hirsch tamen kann. Ich schätze mal schon, weil sie relativ viel aus Breath of the Wild übernommen haben. Aber mal gucken. Zumindest passiert es bisher noch nicht, dass er auftauchte. Außer halt bei diesen Kirschbäumen. Ey, das mit dem Slow Motion auf die Rumis schießen, das habe ich mir auch von einem anderen Video abgeguckt und dachte mir, ey, das ist so fucking smart eigentlich. Ich bin da nicht selber drauf gekommen. Und ja, das war cool. By the way, es gibt Höhlen, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Höhlen sind übelst cool. Halt, jeder Brunnen ist einfach mit einer Höhle verbunden und jede Höhle ist einfach gigantisch und du findest einfach überall guten Stuff, so. Das ist wahnsinnig cool. Anyway, wo bin ich gerade, wo muss ich hin? Ich folge eher diesem Wege hier. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder ein bisschen so nach hier. Das Spiel ist tatsächlich recht schwierig, aber das war Breath of the Wild am Anfang ja auch. Gerade versuche ich zu diesem Turm zu kommen? Nein, zu dem Turm da hinten. Und da versuche ich jetzt diesem Weg hier zu folgen, dass der irgendwie nach da unten führt, irgendwie, und ich dann da hinkomme. Ich habe schon ein Ziel, ich weiß noch nicht, wieso ganz, wie ich da hinkomme. So, ich muss ihn mal ausmachen, Alter. Er ist voll cool, liebe ihn, konditionslos, aber ich finde das so anstrengend. Wenn er die ganze Zeit so hin und her und hinterher dungelt. Wir starten nicht von Anfang an, weil ich einfach schon 20 Stunden für das Let's Play aufgenommen habe. Und mir dachte, dass ich halt nicht nochmal 20 Stunden spielen möchte, um einen... Also das Gleiche nochmal machen möchte, um diesen Spielstand abzugleichen. Deswegen machen wir einfach da weiter, wo ich... im Let's Play aufgehört habe. Aber hey, wenn ich nicht streame, könnt ihr das gucken, denn das ist halt komplett offline aufgenommen mit allen Reactions. Und es hat so viel Spaß gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. So, ich habe dieses Spiel angemacht und dachte mir, weißt du, spiele ich halt so eine Stunde, damit ich das fertig habe. Und plötzlich saß ich da halt so 5 Stunden und habe nicht mal gemerkt, dass die Zeit vergangen ist. Dann hatte ich so irgendwie 3-4 Parts fertig und dachte mir so, fuck.
Ich muss schlafen. Es ist einfach 6 Uhr morgens jetzt. Dann halt am nächsten Tag denke ich mir wieder, komm, die eine Stunde kannst du noch machen. Eigentlich willst du wissen, wie es weitergeht. Bing, bang, boom. Wieder einfach 5 Stunden vergangen. Ich denke mir so, holy shit, was ist hier los? So. Und das war halt, während ich die ganzen Breath of the Wild 10-Stunden-Streams gemacht habe. Das heißt, ich war halt legit so 15 Stunden am Tag am Aufnehmen. Und ey, das hat so Bock gemacht einfach. Das hat so Bock gemacht. Deswegen habe ich mich so insane drauf gefreut, dass ich das hier endlich weiterspielen kann. Und ey, bin mega happy. Endlich kann ich das hier im Stream spielen, so. Endlich muss ich nicht mehr um die ganzen Fragen herum dodgen, die halt bei Breath of the Wild aufkamen. Wo ich so sagen musste, vielleicht ist das ja so oder vielleicht ist das halt auch nicht so, obwohl ich genau wusste, wie es ist, so. Das ist halt schon. Das ist schon so, wo ich mir dachte, ist schon so. Das hier ist auf der Switch, tatsächlich. Das hier ist nicht emuliert. Das hier, was ich jetzt spiele, kommt auch auf YouTube. Daher, please be excited und so. Der Whistle Run geht wirklich nicht mehr, sehe ich gerade. Also es gibt halt voll viele Spiele, wo du sagen kannst, lohnt sich da der Preis? Dieses Spiel gehört da halt absolut nicht zu. Dieses Spiel ist gigantisch. Selbst wenn du Breath of the Wild kennst, so, weißt du, du startest halt irgendwo hier. Und du guckst dich halt um und denkst dir so, holy shit. Alles kommt irgendwie super bekannt vor, aber gleichzeitig ist da halt so viel neuer Stuff. Du läufst so über die Map und denkst dir so, ah, guck mal, das war vorher nicht da. Ich gehe da mal kurz hin und schau mir das mal an. Und plötzlich findest du einen Schrein auf dem Weg, läufst weiter, findest noch irgendeinen coolen Event, der da passiert, dann rennt ein NPC lang, sagt dir, hey, by the way, wusstest du, dass du auf der Karte hier irgendwas Cooles finden kannst? Und dann bist du so, okay, nice, dann gehe ich da halt nochmal hin. Dann ist halt die Story so cool präsentiert, dann ist halt alles, was dann neu, das ist halt die 97%, die das Spiel auf Open Critic hat, sind komplett verdient, Mann. Die sind komplett verdient. Und auch die neuen Kräfte sind einfach so, so cool, so. Du kommst dir so smart vor, wenn du so ein Rätsel einfach nur löst. Warte, das wollte ich nicht. Warte. Komm schon, nicht runterfallen. So. Oh Gott, das wird immer furchtbarer. Na bitte, los geht's. Du kommst dir jetzt so smart vor, wenn du so ein Rätsel löst, ohne dass du irgendwie, keine Ahnung, so Hilfe brauchst. So, das ist halt total cool. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ich meine, ja, es gibt halt auch einiges an Kritik, die man bringen kann. Aber das behalte ich einfach mal für morgen für das Review-Video offen. So, mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ah, sehr gut. Es ist aber, wie gesagt, auf jeden Fall ein echt gutes Spiel und halt, wer darüber nachdenkt, es zu kaufen, also wenn man Breath of the Wild mochte, dann wird man das hier auf jeden Fall auch mögen. Warte.
Erster hoch. Ah, ja, Gott. Selbst 20 Stunden später bin ich immer noch so ein bisschen... Uah, was das ganze Kraftbenutzen angeht. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Ich bin definitiv zu nervös, die Skills zu zeigen. Tada! Oh, ich wusste nicht, dass ich Herzen verloren habe, aber okay. So, okay, dann ist meine Aufgabe weiterhin eher so nach da unten zu gehen. Plus wir haben hier noch, weißt du, und das meine ich halt so, du setzt dir ein Ziel und findest einfach so 30.000 Sachen, die nebenher passieren, wo du dir so denkst, weißt du, eigentlich möchte ich das jetzt auch noch machen. Eigentlich ist das jetzt wirklich, wirklich wichtig. So. Oh mein Gott. Warte, ey, übelst funny. Oh Gott. Ich brauch die Axt. Au. Ey, ich hab die Bäume voll vergessen, weil ich die bestimmt seit Stunden nicht mehr gesehen habe. Ah. Junge, come on, was ist hier los? Ja, zum Glück kannst du Bäume aber einfach mit der Axt killen, von daher. Wär schon okay. Ey, das war aber auch so ein What the fuck-Moment, als das zum ersten Mal passierte. Will ich zumindest kurz noch gucken, was da unten ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Look at this dude. Der nicht da ist. Ah, hier. Hey, hallo Reisender. Wolltest du diese Höhle hier betreten? Tut mir leid, aber das ist jetzt ein schlechter Moment. Kilton! Ich glaube, ich geb's auf. Coltin. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden, zu dieser legendären Kreatur. Anstatt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, solltest du lieber mit meiner Monstersammlung helfen. Aha. Ich will das nicht hören. Ich will zum Satori werden. Ich werde zum Satori, ganz bestimmt. Ich habe ihn immer bewundert und geliebt. Ich müsste bloß in meiner Signum gelangen, dann kann ich so... Und das Gericht stimmte. In der Höhle lebt tatsächlich ein Majoi. Ein Wesen, das genauso leuchtet wie Satori.
Aber es hängt dort unerreichbar hoch an der Wand und bewegt sich blitzschnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Hm. Warum willst du denn dann schon aufgeben? Du könntest doch jemanden fragen, das Major für dich zu fangen. Du hast auch diese ganzen Schätze angehäuft. Wenn du die als Gegenleistung anbietest, findest du sofort jemanden. Oh, was für ein Zufall, dass ich zufällig hier bin. Hallo Reisender. Hast du mitgehört, worüber ich mit meinem Bruder gesprochen habe? Damit mein Traum in Erfüllung geht, brauche ich unbedingt ein Majoi-Signum. Aber dieses Majoi bewegt sich schneller, als ich gucken kann. Dein Traum? Du willst meine Leidensgeschichte anhören? Danke! Also, mein Traum ist es, zum mythischen Wesen Satori zu werden. Der Satori ist eine legendäre Kreatur, von der es Augenzeugenberichte aus so gut wie allen Regionen Hyrules gibt. Seine intelligenten Augen, sein bläulich-weißes Fell, wie sehr ich mich nach seiner außerweltlichen Erscheinung sehne. Und nach Jahren der Suche habe ich dank antiker Manuskripte tatsächlich herausgefunden, wie man zum Satori wird. Man muss ein rätselhaftes Wesen namens Majoi finden, das dunkle Höhlen liebt und so bläulich-weiß schimmert wie Satori. Und dann muss man sein Majoi-Signum sammeln, das es fallen lässt, wenn es geschwächt wird. Aus dem Grund habe ich mich in diese Höhle gewagt und wollte dem Majoi mein Signum abtrotzen. Aber ich wusste nicht, zu was für unfassbar schnellen Bewegungen sie fähig sind. Aber ich würde alles geben, um zum Satori zu werden. Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls du ein Majoi-Signum erlangen kannst, gib es mir bitte. Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ah, oh, look at this. So, ich habe natürlich schon ein paar. Das ist doch ein Majoi-Signum. Bist du sicher, dass es echt ist, Coltin? Diese elegante Form, der bläuliche Glanz. Ja, kein Zweifel, ein echtes Majoi-Signum. Yippie, mein Traum rückt in greifbare Nähe. Ich werde zum Satori werden. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. Nice. Ich sammle Sachen, die einen wie Monster aussehen lassen oder Original-Monster-Teilen sehr ähnlich sehen. Mit der Maske, die ich dir gegeben habe, ähnelt man einem Bogblin sehr. Leg sie doch mal an, dann wirst du sehen, wie es sich anfühlt, in solch eine Kreatur verwandelt zu werden. Also, dann ist es soweit. Ich werde das Majoi-Signum, nachdem ich mich so lange gesehnt habe, nun verzehren. Guten Appetit! Schluck. Nanu, mein Körper hat sich nicht verändert, aber ich bin von einem kuriosen Gefühl erfüllt. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Ich habe mich dem Satori-Zustand einen Schritt genähert. Mehr! Ich brauche mehr! Ein einzelnes Signum reicht nicht! Ich brauche ganz viele und dann werde ich alle auf einmal essen! Ja, mein Pfad steht fest! Kilton, ich werde auf Reisen gehen und Majoi-Signer sammeln. Ja, also meinen Segen hast du natürlich. Ach, viel Glück! Mögen die Majoi-Signer dir nur so zufliegen. Danke, Bruder. Du bist der Beste. Reisender, danke für deine Hilfe, aber das war erst der Anfang. Ich werde herumreisen und Majoi-Signer sammeln. Aber falls dir weitere davon in die Hände fallen, bring sie bitte zu mir. Ich werde tief in meine Schatzsammlung greifen und dich für die Majoi-Signer fürstlich entlohnen. Also dann, auf dass wir uns bald einmal wiedersehen. Majoi-Addiction is real. Und weg ist der. Ich hoffe, sein Traum geht eines Tages in Erfüllung. Und ich sollte dann noch langsam aufbrechen. Ich möchte zum Dorf Taburas Anakala. Reisender, danke, dass du meinem kleinen Bruder geholfen hast. Vielleicht kannst du ihn ja auch weiter unterstützen, wenn du ihm auf deiner Reise mal wieder begegnest. Ich werde versuchen, über seinen Aufenthaltsort auf dem Laufenden zu bleiben. Falls du also Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, komm nach Taburasa und frag mich. So, ich empfehle mich. Tatsächlich ist die Grafik nicht unbedingt großartig besser geworden. Es läuft halt auf jeden Fall mit dem Patch 1.1.0 besser. Der Day One Patch installiert den, holy shit, macht nicht den Fehler wie ich und sagt, ach, Patch, Schmatch, brauche ich nicht. Die 1.0 Version des Spiels läuft so bad, okay? Die läuft absolut furchtbar. Was auch immer ihr tut, installiert diesen Patch, der fixt alle Probleme, so. Junge, macht es einfach. Halt,
warte die 3 Stunden, die der Download dauert zur Not. Das ist es wert. Aber ja, im Grunde genommen ist die Grafik nicht wirklich viel anders als die von Breath of the Wild. Ich glaube, es ist ein bisschen mit der Weitsicht verbessert, die Schatten sind ein bisschen besser, aber im Grunde genommen sieht es halt immer noch aus wie der erste Teil, daher... Es sieht halt hübsch aus, auf jeden Fall. Es ist kein hässliches Spielen, besonders wenn du im Himmel rumläufst. Es ist halt übelst hübsch. Aber es sieht halt nicht so viel anders aus als Breath of the Wild tatsächlich. Ach, verdammt. Das stimmt, Tears of the Kingdom war als DLC geplant. Das Ding ist, bevor das Spiel hier rauskam, hatte das Team halt so krass viele Ideen für DLC für Breath of the Wild, dass sie gesagt haben, weißt du was, wir nehmen einfach all diese Ideen und machen einen kompletten Nachfolger daraus. Und... Das sehen wir jetzt hier. Tatsächlich muss ich sagen, nachdem ich das hier jetzt schon ein bisschen gespielt habe, ich meine, ich habe es offensichtlich noch nicht durch, aber so vom Eindruck her, dass beide tatsächlich koexistieren können. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dieses Spiel Breath of the Wild wegownt ohne Ende. Aber tatsächlich ist es doch anders genug, dass ich sagen würde, okay, Breath of the Wild könnte man trotzdem hiernach noch spielen. So, es ist ein bisschen simpler, es ist ein bisschen weniger mechanisch komplex, aber ich finde, das macht auch so ein bisschen den Charme von Breath of the Wild dann wieder aus. Plus, du hast in Breath of the Wild immer noch den Sheikah-Stein mit den Runen und die existieren halt in diesem Spiel nicht. Zumindest habe ich sie bisher noch nicht erhalten, daher die Waffen halten sich in Grenzen. Das Ding ist, hier geht es ja hauptsächlich darum, dass du Waffen so zusammenfused. Und prinzipiell ist das Objekt, was du fused, erstmal zerbrechlicher als die Waffe selber. Das heißt, du kannst die Waffe erstmal runterbringen, bis gesagt wird, hey, die Waffe zerbricht. Dann kannst du fusen. Dann zerbricht das Ding, was du gefused hast. Dann kannst du nochmal fusen. Und dann zerbricht beides. Und wie lange das dann letzten Endes dauert, ist halt so abhängig davon, was es für eine Waffe ist, was du damit gefused hast. Ja, das ist so, wie es funktioniert. Die Waffen haben Haltbarkeit, wie gesagt, aber die kannst du ein bisschen verlängern, wenn du sie mit Objekten zusammen synthetisierst, heißt es ja in der deutschen Version, nicht Fusion. Und die Karte ist, also die Base Map ist so groß wie in Breath of the Wild, aber es gibt halt offensichtlicherweise noch den Himmel und eine weitere Map. Daher, es gibt einiges zu entdecken. Vielleicht sehen wir die andere später noch. Zuallererst muss ich auch mal hier oben gucken. Hä, es gibt Fusionen, die sehen super cool aus. Du kannst mir nicht sagen, dass das hier nicht einfach der Bossgegner an Fusion ist. Bro, what the fuck ist dein Problem? Ich verstecke mich mal hier oben. Vielleicht geht er weg. Halt, schon ziemlich cool, aber... Ah, ich hab mein Dings weggeworfen, oder? Nee, hier. Als ob das hier nicht gewinnt, so. Es ist einfach ein 12 Meter langer Stab, Mann.
Ah, verdammt. Plus, du kannst halt auch Stuff mit Pfeilen verbinden. Und das Menuing ist halt ein bisschen ätzend. Halt, das ist halt schon ein bisschen shitty so. Das ist, das kann leider sehr anstrengend sein. Und das ist auch das, also einer der wenigen wirklich gravierenden Punkte, den dieses Spiel schlechter macht als Breath of the Wild. Wenn du halt echt im Kampf bist und musst halt, du bist halt so voll drin, bist halt so voll konzentriert und denkst dir so, boah, jetzt so ein krassen Elementarpfeil, musst du jetzt dieses Menü aufmachen und dann ewig lange nach diesem Elementarding suchen, was du eigentlich haben möchtest. Was halt, wenn du es kaum benutzt, irgendwo am Ende der Welt ist und dann damit halt fusionieren. So, schon. Hält sich schon in Grenzen, so was die Coolheit angeht dann. Du bist ein Monster, oder? Ich weiß genau, dass du hinter meinem Segen her bist, der Kleidung verstärken kann, der die das. Diese Welt erstickt an Monstern und Miasma, heißt es. Wenn ich nur daran denke, dass ich nie wieder den zarten Klang einer Geige vernehmen werde. Da bleibe ich lieber auf alle Ewigkeiten hier sicher in meiner Knospe. Ich wollte mich näher an einen Stall niederlassen, um vielen Reisenden meinen Segen zu schenken. Wenn ich nur den Klang einer Geige hören könnte, dann würde ich sicher den Mut finden, meine Knospe zu verlassen. Okay, hier mache ich auch direkt, habe ich den Stern benutzt oder habe ich was anderes benutzt? Okay, ich habe den Kristall benutzt. So. Tatsächlich musst du den Feen kein Geld mehr schenken, sondern du musst jetzt eine kleine Mini-Quest erledigen. Finde ich irgendwie cool. Ich werde Pikmin 4 spielen, wenn es rauskommt. Bin auf dem richtigen Weg, oder? Nein. Verdammt. Bin komplett falsch einfach. Wir müssen zumindest hier einmal so einen Turm mitgenommen haben. Weil das fand ich echt cool, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Eigentlich ist es immer noch cool, weil es echt eine spektakuläre Sequenz ist, den zu aktivieren. Die große Aufgabe ist, Zelda ist verschwunden, wir müssen rausfinden, wo sie ist. Hyrule Castle hat sich in die Höhe erhoben und Miasma sickerte da raus und hat sich die ganze Welt überfallen. Unter anderem auch natürlich die vier Dörfer der Zoras, Gerudo, Orni und Goron. Und da müssen wir halt hin und schauen, was da los ist. Man muss auch wieder Fotos machen. Generell muss, wenn Breath of the Wild irgendwas gemacht hat, macht dieses Spiel das auch. Sie haben halt sehr, 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 sehr viel der Gameplay-Elemente aus Breath of the Wild wieder mit übernommen. Und Fun Fact, die Crocs sind auch wieder da. Und Fun Fact, es gibt jetzt 1000 von denen. Let's go! Huh?
Okay, das ist spannend. Was für ein Ärger. Oh, bist du wegen dem Kartografierturm hier? Tut mir leid, hier ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Durcheinander? Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Kartografierturm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Lesevorrichtung da drin benutzen würde. Aber man kommt ja nicht rein. Nun, das ist ein, das ist doof, aber das ist tatsächlich was ich lösen lassen könnte. Lass mich mal gucken. Es sollte eigentlich nicht so kompliziert sein. Eigentlich sollte das nicht so kompliziert sein. Mit diesem Problem hatte ich schon einmal zu kämpfen. Und eigentlich war das nicht so kompliziert. Außer das wird jetzt zu einer gigantischen Aktion. Dann wäre das vielleicht doch ein bisschen kompliziert. Also, okay, es gibt 1000, aber eigentlich gibt es nur 900. Denn es gibt 800 reguläre und 100 Partner-Finde-Quests essentiell. Vielleicht habt ihr es vorhin schon gesehen, wenn ihr ein bisschen drauf geachtet habt, aber es gab einen so einen Krog, der lag mit so einem fetten Rucksack auf dem Rücken und wenn du zu dem hingehst, dann sagt er, bring mich zu meinem Freund! Und dann musst du den halt einfach zu seinem Freund tragen und dann kriegst du halt 2 Krog-Samen auf einmal. Ich habe ein YouTube-Video hochgeladen auf dem Let's Play-Kanal, wo es die gibt, weil das zu erklären ist ein bisschen, nicht schwierig. Aber das ist mit einer süßen Questline verbunden, deswegen schau einfach auf YouTube, da findest du, was du suchst. Okay, ich muss vielleicht doch wieder meine eigentliche Map anmachen, weil ich ansonsten zu noob bin, um das alles hier zu finden. So. Ich meine, alternativ können wir es doch einfach so probieren. Ich hätte es gesagt, wir müssen in eine Höhle und dann von da aus einfach da rein, aber vielleicht ist das hier der Weg. Er hat ja auch gesagt, oben ist das Ding einfach offen, das heißt, wir müssen ja eigentlich in der Lage sein, da rein zu hüpfen, ne? Genau auf dem Let's Play-Kanal. Das ist irgendwie das neueste oder das vorneueste Video. Oh, genau wie ich es mir dachte. Die Vorrichtung drin hat den Eingang geöffnet. Du hast mir wirklich geholfen. Ich danke dir sehr. Gut, dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen. Ach, du hast nichts getan, Dude. Seit Tagen stehst du nur vor der geschlossenen Tür. Oh Mann. Er ist einfach der Tuxedo-Mask von Tears of the Kingdom. By the way, das hier ist so, so krass impressive einfach. Das ist so krass so. Der ballert dich einfach in die Höhe und es geht ohne Probleme. Kein Haken, kein Laden, kein gar nichts. Du ballerst einfach hoch, kannst die ganze Welt sehen, kannst diese ganzen Inseln da oben sehen, kannst einfach überall hin. Holy shit, das ist so cool einfach. Aber das war jetzt nicht das, was ich wollte, oder?
Und wenn wir schon mal hier sind. The Big Satch einfach. Ist hier noch ein Dude irgendwo? Ach du Kacke. Die Polizei kommt schon. Was Link in der Hand hat, ist das Pura-Pad. Das ist nicht mehr der Schickerstein. Und das Pura-Pad kann nur Fotos machen. Zumindest bisher. Keine Ahnung, ob es vielleicht doch nochmal irgendwie die Breath of the Wild Fähigkeiten erlangt. Ich fände es halt voll cool, weil ich halt das mit den Bomben und der Stase und der Kryo-Geschichte so unglaublich praktisch fand. Aber ja. So, mal schauen, wo uns das jetzt hinführt. Und by the way, wenn ihr die Dinger findet, die sind so krass praktisch. Das sind Batterien. Und von denen braucht ihr einfach 1 Million so. Die sind halt so gut. Und ich sehe gerade, da gibt es einfach 2 Stück. Und das ist ein bisschen, als ob man im Lotto gewonnen hat. So, dann schauen wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Ey, das ist halt so cool. Du kannst einfach runtergucken und die ganze Welt sehen, Mann. FPS-Drops tatsächlich keine. Halt, wenn du den Patch installiert hast, läuft das Spiel echt richtig, richtig gut. Also, es gibt FPS-Drops, wenn du halt, keine Ahnung, in Kakariko rumläufst und da halt deine Ultra-Hand-Power anmachst. Dann crashen die FPS ein bisschen, aber so im normalen Spiel hat sich das quasi komplett alles erledigt. Von daher... Ey, ich bin auch so krass beeindruckt, dass das alles halt auf der Switch läuft. Das ist halt echt ultra krass so. Ich komm nicht klar einfach. Ich komm nicht klar. Okay, das Ding ist, wir waren beim falschen Turm. Ich wollte eigentlich zu dem hier. Aber, das ist okay. Das lässt sich fixen. Denn wir haben... die Bautomatik. Und mit der Bautomatik kannst du so eigene Sachen zusammenbauen. Und, da zahlst du dann Sonanium für. Ich hoffe, er fliegt nicht direkt los. Und... dann sind sie einfach da. Und das ist halt... musst du halt nicht alles 30 Mal selber zusammenbauen, sondern kannst es halt einfach genießen, wie es ist. Ich habe jetzt das Falsche gebaut. Das ist ein bisschen doof, aber ist schon okay. Wenn du dir das Spiel aus Australien/Japan holst, kannst du das schon vor 0 Uhr spielen. So, mal schauen, ob das jetzt was wird. Ich muss nach dort. Das heißt, wir müssen den Dude gerade mal so platzieren. Dass er... der wird so crashen. Der wird so krass nach unten fallen einfach. Hab ich's nicht gesagt. Verdammt. Nein, jetzt fliegt er mir davon. Come on, dude, das kannst du mir nicht antun. Oh.
Items entfernst du, wenn du die mit Ultrahand anvisierst und dann mit dem rechten Stick wackelst. Dann lösen die sich. By the way, das da, fucking scary, Alter. Das ist halt so geil. Du fliegst hier einfach irgendwie lang und siehst, dass da so ein Ding rumfliegt. Du gehst halt irgendwo hin, siehst, da unten leuchtet irgendwas, da hinten ist irgendwas Cooles. Das ist halt so, so cool gemacht einfach. Oh, verdammt. Shit. Aber vielleicht fangen wir wieder von oben an und ich habe meine Dings wieder. Das wäre ganz cool. Ich musste auch nachgucken, wie das geht. So, ich wusste auch nicht, wie du Items wieder loswirst. Ja, sorry. Ich bin halt nicht so mega schlau. So, es tut mir leid. Oh wow, das ist ziemlich nice. Habe ich irgendwas Stärkeres als... Hier, ich habe das hier. Hör auf, die Batterie zu benutzen, die brauche ich gleich noch. Okay, pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir machen das einfach direkt von hier aus, weil da oben war, glaube ich, sowieso nichts Besonderes, außer du krackst jetzt da super eklig hoch. Braucht niemand, obwohl es ist 3 Uhr, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr. Okay, pass auf. Das hier. Und dann nehmen wir das hier. Das kostet 30, aber das ist es wert. Vor allem, weil wir da auch schon Batterien drauf haben. Daher, Junge, ich habe vorgesorgt. So. Okay, dann verpufft es halt einfach. Damit kann ich leben. So, 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 so. Ich meine, ja, Waffen gehen kaputt, aber du kannst sie, wie gesagt, so zusammenschmieden mit allem. Alles, was hier rumläuft, kannst du nehmen und daraus einfach eine neue Waffe machen. Warte, oh, ich bin immer noch mit diesem Menuing so verwirrt. So, bang, bang, boom, hab ne Axt. Cool. Das ist halt... Waffen gehen kaputt, aber du kannst sie halt so easy einfach ersetzen. Dass es einfach so überhaupt gar kein Problem mehr ist. Nintendo soll einen fucking Patch rausbringen, der es macht, dass ich dieses Menü öffnen kann, indem ich einfach nur auf oben drücke. Okay, hau raus. Warte. Jetzt aber. Los geht's! Sobald du ein Ding gebaut hast, das kann ich gleich noch zeigen, dann hast du so eine Historie an Sachen, die du gebaut hast. Die kannst du dann favorisieren. Alternativ kannst du tatsächlich auch Baupläne in der Welt finden. Und dann von diesen Bauplänen aus Sachen bauen. Ach, das Lenken geht eigentlich. Ich hab gerade so ein bisschen gekrüppelt, weil der Start einfach super shit war, aber... Das Lenken an sich ist nicht wirklich ein Problem. Den Pfad des Helden gibt es auch wieder.
So, das ist übrigens der einzige richtig krasse Negativpunkt an der ganzen Geschichte. Eure Fahrzeuge gehen, keine Ahnung, nach einem Kilometer oder so, den ihr gereist seid, einfach kaputt. Also, falls ihr vorhattet, super viel mit einem Flugzeug zu reisen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay, das hier ist nicht so gut. Du da, hilf mir bitte. Der Schlamm hat mich überrascht. Oh, wenn ich doch nur Wasser hätte, könnte ich ihn sofort abspülen. Okay, warte. Zufälligerweise habe ich... Irgendwo habe ich es auf jeden Fall. Ah, hier, Wasserfrucht. So. Nee, tatsächlich ist das unabhängig der Batterien. Das ist auf Distanz. Ihr könnt so ein Ding nicht unendlich lange benutzen. Das irgendwann verpufft es einfach. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Das ausgerechnet ich, Basu, Hauptmann der... Oh Gott. Hauptmann der Wache im Dorf der Zoras hier zu Boden gehe. Peinlich. Nach dem Kataklysmus begann plötzlich schmieriger Morast vom Himmel zu fallen. Er verdarb das Wasser im Dorf der Zoras und sogar hier noch. Wir sind alle völlig verzweifelt. Daher mache ich mich auf das Gebiet, um unser Dorf zu untersuchen und bekam eine volle Ladung ab. Aber ich denke, ich bekomme direkt wieder Atemnot. Meine Kiemen kleben immer noch. Ohne dein Wasser wäre ich sicher... Ich würde nicht daran denken. Bitte nimm diese Zora-Lanze als Dank für meine Rettung. Leider kann ich dir nichts Besseres schenken. Genau wie all die anderen Waffen hat der Kataklysmus sie zerfressen, aber man kann immer auch damit kämpfen. Und deine Tasche ist bereits prall mit Waffen gefüllt, wie ich sehe. Wenn du Platz für neue Waffen hast, sag Bescheid. Okay, wir haben doch bestimmt irgendwas, was wir droppen können. Ja. Du. Nice. So, okay, dann lernen wir können das hier auch mit dem Wasserdude öffnen. Und direkt nochmal ein ultimatives Schauspiel hier abliefern. Das ist so cool einfach. Das ist so cool. Ich finde es auch nice, wie sie es tatsächlich beibehalten haben, dass diese Türme jedes Mal so ein kleines Rätsel benötigen, bis du sie benutzen kannst. Daher, das ist schon cool. Das ist schon cool. Hey Lara. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Mega nice. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Oh, hey, die Kugel kennt man. Lara, danke für den Sub. Berserker, by the way, ebenfalls. Danke für deinen Sub. Okay, witziger Kram. Was meinst du mit Power-Ups? Meinst du die Herzen und die Ausdauer? Genau, einfach überschreine wieder. Beschwingt. Schauen wir mal, was hier abgeht.
Man ist gespannt auf jeden Fall. Ich spiele das Spiel seit 20 Stunden. Ich spiele das Spiel schon seit vor Release. Daher, ich hab schon ein bisschen, ein paar Stunden Intus. Klappt das? Sad. Kann man den Download nicht bereits jetzt schon starten und es schaltet sich erst um 0 Uhr frei? War das nicht irgendwie so? Ich habe Schätzungen gesehen, dass es dieses Mal 134 sind, glaube ich. 120 auf dem Boden und 14 im Himmel. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das sind einfach nur... Das ist so eine Zahl, die ich aufgeschnappt habe. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmt. Genau, vorab laden kannst du schon, aber freischalten tut es sich dann ab Mitternacht. Wenn ihr Spiele vorher haben möchtet, dann kauft sie aus Australien oder Japan. Die schalten sich dann halt immer schon um 12 Uhr und 14 Uhr frei oder 14 und 16 Uhr. Ich weiß die Zeiten gerade nicht, aber das sind circa die Zeiten, die ihr erwarten könnt. Nee, die Positionen sind tatsächlich anders. Halt, das ist voll cool. Weil da, wo die Schreine normalerweise waren, ist halt einfach gar nichts. Oder das ist halt irgendwas anderes. Oder das ist halt ein Loch oder keine Ahnung. Es ist schon ein bisschen surreal, wenn du zu so einem Punkt gehst, wo so ein Schrein war und... Da ist dann halt einfach, keine Ahnung, nichts so. Es ist total strange. Aber ein bisschen cool. So, ich muss immer noch rausfinden, wie komme ich an dieses Ding da oben? Meine Collectors Edition von Amazon kommt auch erst morgen an. Okay, cool. Lass uns das funktioniert, oder? Der rollt mir jetzt nicht davon, weil er ein Good Boy ist. Okay, so. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich da oben an die Schatztruhe ran? Oh Gott, fall nicht runter. Ich brauch dich noch. Warte, das kann tatsächlich funktionieren. Wenn ich den Dude nehme und dann vielleicht von hier so runterfallen lasse. Und dann das so mache. Ah, schade, das ist nicht hoch genug. Der Gedanke war aber schon ganz cool. Stimmt, wir haben ja... Nee. Doch, warte. Klappt das?
Ich vergesse jedes Mal, dass diese Power existiert. Kann ich dich da so hinstellen? Oh, cool. Halt der Dude hier. Ah, das ist es. Perfekt. Das Spiel ist großartig. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Die 97, die es auf Metacritic hat, komplett verdient. Es hat halt offensichtlicherweise ein paar Schwächen. Und auf die gehe ich in meinem Review dann ein bisschen ein. Das kommt morgen. Ich denke, da kriege ich das hin, dass das fertig wird. Aber insgesamt, wenn du halt Breath of the Wild mochtest, ist das hier halt essentiell Breath of the Wild 2.0. Es ist halt insane, wie gut dieses Spiel ist. Ich vergesse halt jedes Mal wieder, dass diese Power existiert. Das hat mich schon um so viele Rätsel gebracht, wo du einfach nur hättest nach oben tauchen müssen. Und jedes Mal sitze ich dann da und denke mir so, fuck, was muss ich machen? Ach ja, da war ja was. Das ging ja so und so und so. Okay, hau raus, Junge. Ah, das klappt einfach. Voll nice. Es ist halt echt so, weil halt bei jedem Rätsel denke ich mir so, ach, wenn ich doch nur die Runen hätte, dann wüsste ich genau, was ich jetzt machen muss. Aber du hast sie einfach nicht und musst du mit den neuen Powern irgendwie klarkommen. Und das ist halt so ein Brainfuck einfach. Genau im Schrein hast du keine Batterienutzung. Das ist halt auch super nice. Da. Ey, deswegen habe ich mich gefreut, es mit dem Stream endlich zu spielen, weil ihr mir dann einfach bei den Rätseln helfen könnt. Ey, ich saß echt... Scheiß Husten, Mann. Ich saß echt bei manchen Rätseln wirklich so 20 Minuten da und dachte mir so, was soll ich hier machen? Was ist gerade das Ziel? Ich verstehe es nicht so. Okay, das ist schon mal nice. Das sieht ja aus wie eine Sonne, ne? Da macht es wahrscheinlich Sinn, dass man das, zur Sonne dreht. Was kriegen wir denn hier? By the way, Zeit für Gacha. Aufregend. So. Hey Leia. Hier zufällig irgendwo eins dieser Skateboards rum. Anscheinend doch. Oh, voll gut. Ach ja, bezüglich dieser ganzen Geschichte hier. Sobald ihr was baut, wie ihr seht, habt ihr einen Verlauf hier und dann könnt ihr den speichern.
Wie zum Beispiel das hier, was ich gerne speichern möchte. Weil diese Batterien einfach so praktisch sind. Und ja, dann habt ihr hier halt so einen, wie gesagt, den Verlauf mit Sachen, die ihr gebaut habt. Dann habt ihr hier einen Verlauf der Sachen, welche ihr favorisiert habt, welche irgendwie praktisch sind. Und das hier sind so Baupläne, die ihr halt findet. Die sind immer verfügbar. Der Verlauf ändert sich jedes Mal, wenn ihr halt was baut. Und die Favoriten sind halt auch so lange da, wie ihr sie favorisiert habt. Ist halt sehr, sehr praktisch, dass man halt nicht jedes Mal 1000 Sachen neu bauen muss. Hier geht's gut. Bis auf den nervigen Husten, der einfach nicht weggehen möchte. So. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Okay, das wird so schon mal nichts. Packen wir es wieder nach hier. Gehen wir einem weiter. Jetzt müssen wir aber hier durchkommen. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Ja, verdammt. Das klappt jetzt aber. Definitiv. Hier ist der Boden nicht so schmockig, hoffe ich. Na bitte, geht doch. Das Kämpfen ist quasi genauso wie in Breath of the Wild. Also da ist, da gibt's nicht viel Neues. Was haben wir denn da unten? Das sieht sehr interessant aus. Ah, das hier ist Teil einer angehenden Quest, wo ihr Bilder von diesen Dingern hier machen müsst. Ich hoffe, das hat gereicht. Und das ist halt auch so unglaublich witzig, dass die Welt halt auch einfach komplett auseinanderfällt.